Björn, ich hab neuen Fisch. Und ab ins Becken. Bist du noch ganz sauber im Kopf, oder? Was denn? Ah, hier kannst du den Fisch einfach ins Wasser legen. Erstmal ist der viel zu groß für das kleine Becken. Ja, das geht schon. Die passen sich dem Becken an. Zweitens ist kein echter Fisch. Das brauchen wir also nicht. So USA-Plastiksachen brauchen wir nicht. Und drittens ist es auch nicht gut, wenn du den Fisch, wenn es ein echter wäre, direkt ins Wasser schmeißt. Das weißt du doch. Ach so. Herzlich willkommen bei Meerwasser Live TV. Da steht der Björn. Ich bin der Christian und das ist Fischi. Ja, schön, Fischi, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freut uns. Ja, und heute geht es um ein Review-Tutorial. So ein bisschen. Genau, Mischmasch. Mischmasch. Und zwar. Wie kam es dazu? Ja, wir sind schon gefragt worden: Ja, wie ist denn das? Was mache ich denn, wenn ich einen Fisch kriege? Warum muss ich den denn eingewöhnen? Ja, es gibt eben stressige Fische oder auch Garnelen, auch relativ anfällig für irgendwelche Wasserwertschwankungen. Woher kommen die? Wenn die also grundsätzlich hat der Händler, wo er die Tiere kauft, andere Wasserwerte wie ihr. Ne? Deswegen muss man schon, sollte man die Tiere akklimatisieren. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel länger fahrt und die Tiere eben auch länger in dem Beutel sind, ja, haben die halt Stoffwechselprodukte, Urin, was weiß ich was alles. Ne? Die atmen, der pH-Wert ändert sich, die kommt Phosphat ins Becken, beziehungsweise Ammoniak kommt ins Becken durch den Urin. Und da hilft es einfach, wenn man eben die Fische langsam an das neue Wasser gewöhnt. Ihr kennt selbst, wenn ihr in Urlaub fahrt, ja, ihr seid, es ist mitten im Winter in Deutschland, ja, wir sind unter 0 Grad, schweinekalt und ihr fliegt nach Ägypten in die schöne Sonne, ja. Und steigt aus dem Flugzeug mit der Daunenjacke. Bist du verrückt, ne? Ja. Jetzt reden wir nur von der Temperatur, ja, okay, vielleicht noch von der Luftfeuchtigkeit, aber so ein Fisch, ja, hat ja noch ein paar andere Parameter, wie du schon gesagt hast, denen er ausgesetzt ist. Ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, weil er eben auch empfindlicher ist als ein Mensch, dass er langsam umgewöhnt wird. Das ist beim Süßwasser so, ist beim Meerwasser aber auch noch wichtiger, würde ich sagen. Genau. Ja, was brauche ich dazu? Ich brauche natürlich einen Fisch, ja, der ins Becken passt. Genau. Ne? Ich habe einen Fisch besorgt, zufälligerweise. Ja, super. Dann zeig ich mal her. Aber meiner ist ein bisschen kleiner, ist auch schon verpackt. Och, so komisch. Dem geht's gut, weil es ist nur ein Plastikfisch, Gott sei Dank. Wir wollen hier keine echten Tiere benutzen und jetzt hier vorführen. Das ist ja auch nur Stress für die Tiere. Genau. Ja, wie kam es denn jetzt eigentlich überhaupt zum Video? Wir waren auf der Interzoo und sind bei Aquarium Münster gelandet, haben bei denen ein schönes Video gemacht über Pünktchenkrankheit. Ja. Gab es eine coole Präsentation und haben wir einiges neue Informationen mitnehmen können. Aber wir haben es eben nicht geschafft, alles zu zeigen. Und da haben sie uns was mitgegeben, nämlich den Smart Move, und haben gesagt, hier, macht mal ein Video, zeigt mir den Leuten das und testet es mal und gibt mal eine ehrliche Meinung dazu ab. Ja. Ist ein Produkt, kostet 12, 13 Euro, können wir direkt sagen. Also es ist ein sehr günstiges Produkt. Es muss ja nicht immer teuer bei uns sein. Es kann ja auch mal was sein für einen kleinen Geldbeutel. Kann man einfach mal so mitnehmen, wenn man es möchte. Das könnt ihr jetzt gleich entscheiden. Wir zeigen euch, was damit auf sich hat. Genau. Und zwar, man kann eben diese Tröpfchenmethode zum Eingewöhnen mit einem ganz normalen Schlauch machen. Und ja, Silikonschlauch. Silikonschlauch, Knoten machen, dass eben da mit dem Knoten den Durchfluss einstellen, sag ich mal, wie schnell das Wasser eben in den Transportbeutel tropfen soll. Oder man nimmt halt. Aber dann, bevor du jetzt weitergehst, will ich gleich die negativen Punkte sagen. Da hast du halt, du musst es befestigen. Hier oben irgendwie, ja. Du musst es unten irgendwie befestigen an deinem Behältnis, wo der Fisch drin ist. Du musst den Knoten richtig zuziehen. Er ist immer zu fest oder er ist zu locker. Ja. Und der tut sich dann auch schnell mit Schwebstoffen oder so zusetzen und dann geht dann gar nichts mehr durch. Genau. Und da gibt es eben hier jetzt eine komfortable Lösung von Aquamünster. Genau, das ist quasi die komfortable Anti-Bastel-Lösung. Ne? Ja. Eigentlich gar nicht dein Ding. doch, ich finde es gut. Ja, weil ich suche nämlich immer meinen Schlauch. So, ja. Hier ist ein Bogen dran, hier kann man das schön ins Becken hängen. Hier ist auch schon ein Schwamm dran, um eben Schwebstoffe oder auch irgendwelche Tiere, die nicht angezogen werden können. Also es geht jetzt nicht um ganze Fische, sondern irgendwelche kleinen Krabbelfiecher oder so, die eben vielleicht hier irgendwas verstopfen. Wäre blöd, dann läuft nämlich nichts mehr. Der kann abgezogen werden, wer da keinen Bock drauf hat. Das ist jedem selbst überlassen. Ja, Schwamm drüber. Schwamm drüber. Dann haben wir eben hier eine Pumpe, damit man das Wasser ansaugen kann, ohne hinten dran zu zuzeln. Und eine Tropfanzeige. Und man hat eine Tropfanzeige, wie man es aus dem Krankenhaus kennt.
Hier kann man, kommt mir auch bekannt vor aus dem Krankenhaus, über das Klemmventil kann man hier den Durchfluss noch regulieren. Man hat noch einen kleinen Saugnapf, wenn man es irgendwo hinhängen muss oder will. Und das sogar stufenlos, die Regulation. So, jetzt kriege ich nicht mal ab. Und hier ist noch ein kleiner, das ist kein Rückschlagventil, das ist ein Feinfilter. Hm. Nochmal. Okay. Ja. Jo. Ja. Und es gibt noch die Anti-Stress-Lösung. On top. Ja. Wenn ihr quasi die Fische 60 bis 90 Minuten eingewöhnt habt und wisst euren Wasserstand im Eimer und dann kommen hier 30 Tropfen auf 5 Liter und da ist drin Iodin, Aloe Vera und ja. Ich muss spicken. Ist im Prinzip wie wenn die Oma Vitamin kommt und C. sagt, Kind, draußen ist kalt, ess mal einen Apfel. Genau. Und das soll halt auch nochmal Stress reduzieren. Aber jetzt zeigen wir einfach mal, wie es geht. Genau. Also wie gesagt, wir haben unser Plastik-Nemo Clownfisch hier schon platziert. Wichtig ist natürlich wie immer, das Ding muss tiefer sein als das eigentliche Becken. Das geht ja nach der Schwerkraft. Eine Pumpe haben wir hier nicht am Start. Zumindest keine dauerhafte, nur diese Anpumpe, die Anpumppumpe sozusagen. Ja, wir haben hier einen steifen Bügel. Ist auch wichtig, damit er eben hält, können wir so einhaken am Becken ran. Entschuldigung. Und dann kann es im Prinzip auch schon losgehen. Das ist ja total simpel. Ist ja, nicht, ist ja kein Hexenwerk. Einfach den Schlauch ins Behältnis rein. Kurz hatten wir, glaube ich, noch nicht gesagt, wir sollten so ungefähr das 2- bis 3-fache an Wasservolumen, was schon in der Tüte drin ist, nochmal reinlaufen lassen. Wenn in der Tüte nicht mehr genug Platz ist dafür, dann könnt ihr das Ganze natürlich in einen Eimer umfüllen oder ein anderes Behältnis. Macht es vorsichtig, da ist ja das Tier noch drin. So, jetzt und dann kann es auch eigentlich schon losgehen. Genau, einmal das Ventil zumachen. Genau, ich muss noch zuhalten. Na, hier kann man es auch machen. Ja. Ich kalte es jetzt hier zu. Okay. Einmal pumpen. Ach, dann pumpen wir. Jetzt geht die Luft hier oben raus und schon läuft die Suppe. Also nichts. Mit stundenlang pumpen. Stundenlang pumpen. Jetzt läuft das Ganze schon, jetzt kann man es einstellen. Ja. Sicher den Schlauch ordentlich, damit er nicht aus dem Eimer rausfällt und die Wohnung flutet, weil das macht keinen Spaß. Ihr solltet auch eigentlich immer in der Nähe bleiben, damit ihr ein Auge drauf haben, Augen drauf habt. Wenn ihr eine Fußbodenheizung habt, bitte stellt den Eimer nicht auf die Fußbodenheizung. Dann nehmt einen Eimer und stellt den Stuhl und stellt den Eimer da drauf. Klar müsst ihr aufpassen, wenn ihr, keine Ahnung, Tiere habt, kleine Kinder. Und deswegen nicht alleine lassen. Genau. Um den Stress noch weiter zu vermindern für die Tiere, ist es auch noch immer ganz cool, wenn ihr den Eimer nochmal abdeckt mit einem Handtuch oder so. Dass es einfach ein bisschen dunkler ist, dann kommen die ein bisschen runter, weil sie denken so, alles klar, ich kann schon schlafen. Wenn so ein neuer Fisch kommt, ist ja meistens viel Trubel am Becken los. Genau. Kennen wir ja, ne? Ja, wie gesagt, 2- bis 3-fache Menge solltet ihr dazu dosieren. Das kann so ruhig 60 bis 90 Minuten dauern. Sind diese 60 bis 90 Minuten erreicht, dann kommen hier halt nochmal die Tropfen rein, um den Stress nochmal zu reduzieren. Es läuft und wenn euch das jetzt zu stark ist, man sieht es jetzt hier ganz gut, also da ist jetzt wirklich ein Wasserstrahl, der runtergeht, das wäre mir jetzt zu viel. Das hängt natürlich ein bisschen von der Wassermenge ab, die in der Tüte drin ist und wie groß der Fisch ist und so. Dann könnt ihr das jetzt hier runter regulieren und auf euren Wunsch einstellen. Also bei so einem 1-2 Meter Fisch, dann solltet ihr vielleicht 2 oder 3 von diesen Smart Move nehmen, das wird sonst zu lang dauern. Genau. Ja, aber du hast mich doch eben noch unterbrochen und zwar, wenn diese Tropfen drin sind, nochmal 10 Minuten die Fische runterkommen lassen und dann können wir sie umsetzen. Jetzt ist die Frage, fange ich sie raus oder mache ich sie mit dem Wasser rein? Ja, kann man sich drüber streiten. Kann man sich drüber streiten. Manche sagen, ja, auf keinen Fall das Wasser mit reinkippen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder urster Stress, wenn ich den Fisch dann nochmal fangen muss mit dem Netz. Gerade im Meerwasser, die haben oft Kiemenstacheln oder die Docks haben ja hinten die Skalpelle und da bleiben die da auch gerne drin hängen oder an den Rückenstrahlen von den Rückenflossen. Mhm. Ja, also ich kipp's meistens mit Wasser rein, muss ich sagen. Ja? Ja, ist so. Machen wahrscheinlich die meisten. Ja, also vor allem, wenn ihr euren Händler auch gut kennt und der auch immer Top-Fische hat. Immer. Ja. Ja. Ja, sehr ja. Schön. Das war eigentlich, das wollten wir zeigen und ein bisschen erklären, was wir da machen und beziehungsweise was dieser Smart Move macht. Wir finden es eine gute Sache. Ja.
Das ist unser Feedback, wolltet ihr haben von Aquarium Münster. Genau. ja, also wir werden damit jetzt arbeiten. Ja, warum auch nicht? Also ja. Warum soll man sich das Leben schwer machen für 10 Euro? Ja. Gibt teurere Sachen, oder andere Sachen, wo wir viel investieren müssen in dem Hobby. Ja, allein mit der Pumpe, das ist eine tolle Sache. Und mit dem Tropfanzeiger. Ja. Man muss den Fisch nicht nochmal stressen und den Schlauch rausholen und gucken, wie schnell tropft und sowas. So sieht aus. Kann alles komplett dicht lassen oder zulassen oder montiert lassen. Guck einfach nur an diesem Tropffenster. Das ist eine tolle Sache. Ja, das war's von uns. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen. Wenn ihr schon damit gearbeitet habt, schreibt oder zwei. Oder zwei. Macht euch zwei Google-Accounts, YouTube-Accounts und gebt uns zwei. Oder drei. nein, aber wenn ihr schon mal auch damit gearbeitet habt, dann lasst doch mal einen Kommentar bei uns. Und wir würden uns freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sind raus. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.